Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. So, wir lesen hier mal. Heute schlug jemand vor, Silberschwingen zu trainieren, um einen Wagen von uns zur Oberfläche zu tragen. Die größte Silberschwinge in der Anlage ist sicherlich stark genug, um das zu schaffen, aber ich fürchte, was sie dort unten entdecken könnten. Es sind fast 200 Tage vergangen, seit wir hier feststecken. Ich sehe nicht mehr die Lichter der Zivilisation durch die Wolken locken. Es gibt nur noch Dunkelheit an ihrer Stelle. Unsere Leute, sie könnten wirklich weg sein. Okay, dann müssen wir nochmal hoch. Ich weiß, wenn ich langsam kletter, dann geht's besser. 26 Meter hoch. Hier irgendeinen Weg nach oben? Damit. Damit kommen wir hoch. Ah, fast geschafft, fast geschafft. Oh, so nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir hätten es fast geschafft. Da müssen wir los. Hier ist der Startpunkt. So, hier ist noch was. Die Situation wird angespannt. Der Generator fiel für heute für ein paar Minuten aus. Wir konnten ihn wieder in Gang bringen, indem wir einige der Federn der Silberschwingen hinzufügten. Wie ich in der Studie 100 erwähnte, sind Silberschwingenfedern von Natur aus mit Strömungen beladen. Mir fiel auf, dass die heute hinzugefügte eine viel geringere Konzentration hatte als die aus dieser Studie. O Phönix, beachtest du uns immer noch? Beobachtest du uns immer noch? Sind wir wirklich alleine? Meter unten. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier Fallschaden haben können. Mist, oben. Hier muss irgendwo noch was sein. 13 Meter. Da. Es sind fast 15 Tage vergangen, seit wir das letzte Mal von der Erde gehört haben. 12, seit der leitende Wissenschaftler uns endlich gesagt hat, dass wir von der Erde abgeschnitten sind. Selbst die Silberschwingen scheinen beunruhigt zu sein. Sie haben seit 10 Tagen nicht mehr miteinander gesprochen. Es war eine Erleichterung, heute Morgen ihrem Geplapper zu lauschen. Ich frage mich, ob die Menschen auf dem Boden uns hören können. Die Rufe der Silberschwinge sind laut. Es gab Berichte aus dem Tal unten, dass sie wie Donner hallen. Sind die Menschen dort unten wirklich verschwunden? Okay. So, dann haben wir, glaube ich, erstmal alles hier abgegrast. Wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? Wo ist der? Da. Da ist er. Mit dem müssen wir nicht reden. Da können wir noch ein Ei dazu tun. You want something? Hallo Kind.
Also für dich hatte ich nichts. Ja, die anderen Sachen sind da drüben, ne? Aber mir ist jetzt auch... Was heißt auch eingefallen? Ich habe zugegebenermaßen gegoogelt. Ich weiß jetzt, wie ich an die Futterquelle komme. Hätte ich eigentlich auch so drauf kommen können. Und da haben nämlich tatsächlich hier diese Seen was mit zu tun, weil da müssen wir drin angeln. So. Ja, ich habe eine Notiz über Silberschwingengeräusche gefunden. Ausgezeichnet. Laut genug, um durch das Tal zu hallen. Also nicht gerade ein Durchschnittsvogel, aber ich bin mir nicht sicher, ob das als Magie zählt. Wir müssen unsere Suche fortsetzen. Ich habe noch eine Notiz über die Stärke von Silberschwingen gefunden. Lass mich raten, die eines normalen Vogels. Sie können ganze Wagen heben. Hm, vielleicht ist das doch überdurchschnittlich. Trotzdem ist es nicht so übertrieben, wie Eloisa es beschrieben hat. So. Ja, hier ist ja... Hier sind ja diese Wasserbecken. Und da müssen wir einfach drin angeln. Ich hätte da natürlich drauf kommen können. Aber angeln habe ich immer so gar nicht auf dem Schirm. Wo ist denn das Becken? Das war unten, ne? Das war hier unten. Dann gehen wir mal rüber und angeln mal eine Runde. Ich glaube, wir brauchen 4 oder 5 Fische, irgendwie sowas. Hätte ich natürlich drauf kommen können, aber angeln habe ich so gar nie auf dem Schirm. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Angeln ist einfach nicht meins. Neuer Fisch. So. Einer von 4 Fangen, genau. Von 4 Fischen. Okay, wir brauchen also die anderen auch. Komme ich hier irgendwie geschickt darüber? Doch, ich kann, glaube ich, hier reinspringen, ne? Ich weiß nicht, ob das so das Ziel ist, dass man das so macht, aber es funktioniert sehr gut. Genau, 4 Wolken-L-Ritzen braucht man nämlich. Da hätte ich natürlich auch gleich drauf kommen können. Ah, Mist. Es reicht nicht bis hoch, aber wir kommen zumindest bis hierhin. Können die Energie wieder auffüllen und brauche ich nicht den ganzen Weg nochmal machen. Mann! Was macht die denn da für eine Kasperei immer? Shit. Jetzt müssen wir doch laufen. Da hätte ich ja wirklich echt gleich drauf kommen können, dass wir hier fischen müssen. Oder angeln müssen. Das
Fischsymbol ist ja groß da, ne? Ich hab's nur nicht richtig gedeutet. Ich hab's absolut nicht richtig gedeutet. Vier brauchen wir, vier Becken haben wir. Also müssen alle Becken nochmal besuchen. So. Ja, mehr ist nicht drin. Habe ich mir gedacht. Ich glaube, hier konnten wir doch irgendwo darüber, ne? Ha. Nehmen wir den einfachen Weg. Und das vierte, das war nachher dort hinten. Okay. Nein, nein, nein. Nicht. Lass das. Shit. Genau das wollte ich nicht. Springt die Dummnuss einfach daneben. Na gut, nehmen wir erst das andere. Das ist dann hier auf dem Weg. Wo war das genau? Das war das eine. Da ist es. Da ist es. So. Und da muss ich dann halt, ja, nachher irgendwie wieder rüber. Einmal angeln. Ja, auf Angeln bin ich sowas von nicht gekommen. Ich mache das einfach viel zu wenig. Angeln habe ich bei so Spielen nie wirklich auf dem Schirm. Sehr gut. Perfekter Fang. So, ist zwar nicht der... Ja, wobei doch könnte der kürzeste Weg hier sein. So. Jetzt müssen wir darüber, ne? Nein, was machst du? Mann! Diese Doppelbelegung ist immer schwierig. Halleluja. So, damit haben wir dann auch den letzten. Kann ich von hier aus angeln? Ja, geht auch. Auch das funktioniert. Dann haben wir das nämlich auch gleich gelöst. Sehr schön. Okay, auf
Ach so, ich muss ja da hoch, genau. Normal spawne ich doch da oben, oder? So. Hast du mir was zu sagen? Ich habe diese Fische aus einigen Wolken gefangen. Unglaublich, diese uralten Wolken-Elritzen. Das heißt, dass die heutige Hundfische von ihnen abstammen. Ich dachte, sie wären nur eine Legende, und doch, hier sind wir. Eine einst ausgestorbene Art, leibhaftig. Wir müssen anfangen zu schreiben, das wird keiner glauben. Du klingst gerade ein bisschen wie Eloisa. Unsinn, ich habe einfach Beweise gesehen und meine Ansicht angepasst. Ich habe nicht sofort Gerüchte verbreitet, dass diese Fische einen paradoxen, zeitreisenden Wurm erbrechen können. Wenn sie Beweise für magische Fähigkeiten Silberschwingen finden kann, werde ich meine Sichtweise erneut anpassen. Obwohl ich annehme, dass sie das nicht tun wird. Nehmen wir an, ich werde es bald herausfinden. Ich werde mit diesen Fischen zum Nest zurückkehren und dich dort treffen. So. Sprich mit Seki auf der Hauptinsel. Machen wir. So, jetzt müssen wir immer noch irgendwas darüber finden, ne? Was habe ich Wertvolles verloren? Ich denke, das Nest ist repariert. Du hast richtig gelegen. Die Zwillinge haben alles zusammengetragen. Ich werde dieses letzte Ei hineinlegen und es sollte das ganze Baby zum Leuchten bringen. Und es führt uns hoffentlich zu einem Schatz. Los geht's. Bam, sieh dir das an. Der Windstoß geht direkt zur letzten Insel. Jawoll. Auf geht's. Sehr schön. Ah, okay. Da kommen wir dran und dann können wir da auch hoch. Reicht das? Ja. Ah. Das sind ja immer die Art Dinger, die ich so gar nicht gut kann. Hoppala, das wäre fast schief gegangen. 62 Meter unten. Oh, hier müsste doch bestimmt auch irgendwas sein. Wenn wir hier schon hinkommen, dann sollte hier doch auch irgendwo irgendwas sein, ne? Okay. Wir drehen gerade mal eine Runde. Hier ist aber sonst nichts weiter, wenn ich das richtig sehe. Erwähnte ich schon, dass ich diese Art Wege nicht mag. So. Was haben wir denn hier oben? Strömungsgeneratorfragment. Sehr gut. Ach, hier sind wir hergekommen, ne? Hm.
Ah. Zehn Meter, aber oben. Ah ja, hier ist was. 80 Meter und unten. Und 105 Meter und unten 90 Meter. Ist bestimmt da drüben. Das spare ich mir aber für den Rückweg auf. Das ist das Strömsteintor, oder? Jawohl. Was haben wir da? Nichts, was ich lesen könnte. Oh, hi Seki. Endlich eine weitere Tür. Ich hatte schon auf eine gehofft. Das war Sarkasmus, falls du es nicht bemerkt hast. Darin sollte besser echte Beute sein. Ich glaube, ich kann das aufschließen. Ich brauche nur etwas, was mit Strömung geladen ist. Könntest du für mich herumstöbern, während ich ein bisschen in diesem Schloss herumstöbere? Ich habe diesen massiven Goldfisch gefunden. Wow, sieht gut aus. Genau das, was ich in meinem Laden verkaufe. Was denkst du? Ich habe das Design von einer uralten Menschenzeichnung kopiert, die ich in einem Ruinen gefunden habe. Weil ich es nämlich getan habe. Das Museum möchte wahrscheinlich, dass ich es behalte, um mein Design zu verfeinern. Ja. So, zurück zu Seki. Nochmal. Perfekte Arbeit, gutes Kind. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Schwups. Siehst du, dort was Glitzerndes, das reserviere ich für mich. Ich brauche noch Dokumente für Dings und zwei Schätze brauche ich noch. So, ein Vorarbeiter aus der Pyroströmung Generatoranlage hat uns besucht. Es scheint, als sollte er ein Schieberätsel in unsere und seine Anlage einfügen. Er schien ängstlich. Ich glaube, am Boden geschieht etwas. Unsere Korrespondenz wurde meist ignoriert, doch erhalten wir diesen unerwarteten Besucher. Ich mag es nicht, im Dunkeln gelassen zu werden, aber ich sollte die anderen Wissenschaftler wohl nicht beunruhigen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie reagieren würden, wenn sie wüssten, dass ihre Familien in Gefahr sein könnten. So. Das kann ich nicht lesen. Das können wir nochmal bei ihm abgeben. Ein Schieberätsel, was für ein mieser Preis ist das denn? Vielleicht kann ich die Teile abreißen und für ein Vermögen verkaufen. Und ich habe diese alte Schutzbrille gefunden. Sehr elegant. Zumindest für Menschen. Ich wette, Yale wird ein Vermögen dafür zahlen, um sie aus der Nähe zu sehen. Im Bahari Nationalmuseum, das es tatsächlich gibt. Löse das Schieberätsel. Wo ist denn das? Da hinten haben wir jetzt nur noch was. Dachte, da wäre noch was. Da müssen wir noch hin. Da gehen wir jetzt hin. Und da müssen wir das Schieberätsel finden. Und irgendwelche Makronen herstellen. So. So, der letzte Schatz. Da hinten war aber auch immer noch was, ne? Damit muss ich zu Seki. Komme ich
da noch rüber? Ah. Ah. So gerade nicht. Das ging schief. So, aber so funktioniert's. Dann müssen wir zu Seki. Hallo Kind, ich habe dieses goldene Chapa gefunden. Das sollte wahrscheinlich nicht hier sein. Ich denke nicht, dass es Chapas schon zu Menschenzeiten gab. Das ist so ein seltsam verfluchtes Artefakt. Wahrscheinlich gefährlich, es einem Museum zu geben, oder? Vielleicht sollte ich es zuerst reparieren. Ja. Spezielle Spenden. Hätte nicht gedacht, dass ich meinen Tag so verbringen würde. Ich glaube, ich habe den ganzen Schatz gefunden. Das hast du, Junge. Der Geruch von Gold ist endlich aus dem Wind. Ich bin sicher, das Museum wird unsere Beiträge zu schätzen wissen. Okay. Und jetzt müssen wir das Schieberätsel lösen. Okay. Beweis der Magie. So, Auge des Sturms. Das Wandbildrätsel des Tempels wurde enthüllt und wartet darauf, gelöst zu werden. Ach, da vorne ist es. Da ist es doch. So. Die müssen wir jetzt hier, die muss ich noch vertauschen. Der muss nach oben. Tum-tum. Ah, die sind immer so ein Fall für sich, diese Schieberätsel. Passt nicht. Es
so gar nicht. Ich muss gerade gucken, wie ich die von der Reihenfolge hinkriegen muss. Auf jeden Fall völlig anders. Die Seite ist okay, muss es nur noch die hier in die richtige Reihe bringen. So. Der muss da eigentlich hin. Dann müsste der hier. Mal, wo wir jetzt landen. Das sieht gut aus. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr gut. Cool. Jawohl. Da müssen wir ihr noch Beweise bringen. Da kann ich nur plaudern, ne? Ja, noch offene Rechnung. Ich bin sicher, dass hier noch mehr Schätze gibt. Ja, wir brauchen mehr Anhaltspunkte. Da ist noch was. Aber hier ist, glaube ich, auch noch was, ne? Da oben war ja auch noch die verschlossene Tür. Ist die jetzt vielleicht offen? Das wäre natürlich mega, wenn ich da jetzt reinkäme. Oder bleibt die zu? Nö, die bleibt zu. Da müssen wir doch mal kurz... darüber. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Aber eigentlich brauche ich noch zwei Beweise, ne? Meter unten. Ah. Praktikanten sind gegangen. Nur ich und einige Mitglieder des Senior-Teams sind noch übrig. Sie haben Goldflügel mitgenommen, die größte und älteste Silberschwinge, die wir kannten. Ich vermute, sie haben eine Art Wagen dran befestigt und das Exemplar hier an die Oberfläche gebracht. Keiner von ihnen, einschließlich Goldflügel, ist zurückgekehrt. Ich bezweifle, dass die neueste Ladung Eier ohne ihre Mama schlüpfen kann. Ich denke, unser Studio ist vorerst beendet. Wir werden beharrlich bleiben, solange wir können. Okay, da haben wir noch was. Da hinten war der Eingang oder Ausgang vielmehr.
Nein. Mach doch nicht wieder Unfug. So, dann reden wir mal mit der Dame. Es ist eine Silberschwinge. Sie ist wunderschön. Sie ist vielleicht nicht so mächtig oder magisch, wie ich vermutet habe, aber es ist immer noch etwas Besonderes. Und es ist sogar noch spezieller, weil Kaleire und ich zusammen die Wahrheit herausfinden werden. Auch wenn sie meine nächste Theorie unweigerlich leugnet, das wird immer so sein. Ich habe eine Notiz über Goldflügel gefunden. Ich habe eine über Silberschwingenfedern gefunden. Oh, erzähl, was drin stand. Sie enthalten eine spezielle Art von Strömung. So magisch. Nur nicht ganz so magisch, wie ich dachte. Großartiger Fund, selbst wenn es nicht so erstaunlich ist, wie ich erhofft hatte. Und ich habe noch eine Notiz über Goldflügel gefunden. Der seltene und noch legendärende Goldflügel. Erzähl mir mehr. Die älteste Silberschwinge, die Menschen kannten. Wow, die anderen Silberschwingen müssen von ihm abstammen. Ich frage mich, ob es die Eier gelegt hat. So, dann plaudern wir nochmal. Hallo, das sind alle Beweise, die ich finden konnte. Das ist faszinierend. Ich muss mich zu diesem Thema mit Kaleri beraten. Sehr gut. So. Damit haben wir, glaube ich, alles hier erledigt. Questtechnisch. Öffne die Tür. Ja, genau. Haben wir alles erledigt. Sehr gut. Dann beenden wir an dieser Stelle auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.